So, Rad haben wir jetzt auch. Als erstes machen wir jetzt drüben die Tür auf. Und dann schickst du Florina schon mal weiter on the way. Ich will nur gucken nach Bogenschützen. Wo sind noch welche? Da ist noch. Oh, okay. Der. Der ist schon ein bisschen gefährlich, aber wann wird er denn getriggert? Okay, er wird schon getriggert gleich. Shit jetzt. Was ich natürlich machen könnte, ist gleich mit Oswin ihn hier vor den Gang zu stellen, dann würde er den Dieb abfangen und die Sachen ja an sich nehmen, die er geklaut hat, oder nicht? Ich hoffe, dass er so beides an sich nimmt, ja. Ja, okay, so könnten wir es machen. Ich meine, im Endeffekt ist es bisher eine Kriegsaxt. Also Kriegeraxt ist jetzt nicht so dramatisch. Das stimmt. Der da unten kann die Balliste nicht bedienen, weil er kein Schütze ist. Es sei denn, es wäre jetzt hier krass anders als in Sacred Stones. Ich meine, er kann sie nicht bedienen. So, ich würde jetzt sagen, Dorkas, marschiere nach unten. Und nimm erstmal einen Heimling. Weil, ein bisschen, aber er hat keinen. Okay, na, dann warte. Ja. So. Hier sind noch, was haben die Jungs denn hier? Irgendwas Besonderes? Der hatte Glanz. Der auch. Eisenbogen. Oder den Speer, der. Ja, da kann doch ganz sicher was halten. Gut. Dann. Dann ja. Ganz, ganz schlimmer Fehler. Ja, was ihr natürlich nicht mitbekommen habt, wir haben gestern offscreen, haben wir einfach Docker so weiter gefeiert. Ey. Das ist. Oh ja. Das ist einfach Podcast. Es ist einfach Podcast. Guckt euch das an. Der Typ, der regelt alleine. Du schickst ihn einfach in den gegnerischen Armeesog rein und er einfach alles weggenommen. Der Dockers, der ballert jetzt alles weg. Ja, Dockers ballert wieder. Böllerbus, Dorkas. So, die komplette Einheit des gegnerischen Kommandantes, die da hinter ihm stand, um ihn zu beschützen, ist nicht mehr da. Ja. Wo ist sie denn hin? So, Matthew. Wir sollten Matthew da erstmal wieder wegziehen jetzt. 1000 Gold, ja, das kriegen wir. 10.000. Das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Am besten auch direkt heilen lassen. Ich denke, am besten. Da kommt Priscilla bis da unten. Ah, da ist der Leute. Scheiße! Stell ihn da hin. Warten. So, jetzt nimmst du mit Lone ihn, also rettest ihn. Reitest zu. Also je nach oben, ne? Ja, warten. Jetzt kannst du unseren Neuling mal ihn nehmen lassen. Ja. Und absetzen. Absetzen. Und direkt ein. So. Dann die Lieferung ist da. Und rein. Ja. Gut, dann jetzt auf jeden Fall einmal unseren Oswin darüber. Guten Tag. Hier führt kein Weg dran vorbei. Und später muss wissen. Sicherheit. So. So, die Jungs werden gleich auch Dorkas angreifen. Ich werde ihn erstmal hier dann einfach stehen lassen. Ja. Mit dem Wurfball. Und den Lammer. So nebenbei. Yep. Gib ihm. Und. Dorkas wird gleich schon wieder Level abkommen. Das ist nicht durch. Da ist ja noch ein Schütze gespawnt, ey. Wird das seine Reichweite? Ha! Er wird Dorkas nicht treffen! Das ist ein Nummer. Ansonsten hat sich
Ja, denkt dran, wieder Kent neben Lin zu stellen. Ah, genau. Kento. Was ansonsten raus ist. Das Erd, obwohl. Erk könntest du mal nach rechts schicken, wa? Nach rechts? Ja. Dass er sich dann um die Typen da drüben kümmert. Mhm. Wie wird denn der Weg? Also hier kann er mit der Flügel. Und hier könnte er über die Wand ballern. Ja. Das war so mein Gedanke gewesen. Du machst du erstaunlich wenig Safe States. Stimmt, sollte ich am besten mal in der nächsten Runde machen. Frage ist, soll ich jetzt schon vorher den der Penner versprechen, Boss besiegen? Nee. Also ich würde auch vielleicht, wenn wir hier die Map clearen können, wohl eher so jemanden wie Priscilla oder Florina dem Boss überlassen. Mhm. Weil die geben halt safe meistens ein Level und ja, aber es geht ja auf Züge. Es könnte ja auch sein, dass der macht euch doch nicht unglücklich. Was hat das jetzt damit zu tun, dass ich gerade darüber spreche, wer die Level vom Boss bekommen soll? Es geht ja auf Züge. Okay, und weiter? Na, wenn wir, das müssten wir dann halt, bevor halt der 11. Zug erreicht wird, müssen wir das machen. Das wollte ich damit sagen. Ja, aber das kriegen wir ja hin. Du kannst Priscilla jetzt auch schon runterschicken, beispielsweise. Hm. Florina geht halt noch nicht. Aber das Gold ist halt ja. Schade um das Gold, das ist weg. Ja, ich sag mal, wir haben noch genug. Ja. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ist hier irgendwas an der Front getan? Leider nicht. Ansonsten. Da unten kommt Pegasi an. Warte mal, geh mal auf den Pegasi zu. Mit Dorcas. Niklas Dorcas mal ein bisschen seine Bonus-Skills so benutzen. Wie viel Damage macht er uns? Also der macht 14. Ja, der wird uns im nächsten Zug angreifen, weil wir ein Feld Abstand zu ihm haben. Ne, dann lass Dorcas mal. Das Spiel? Ja. War ja soweit nichts mehr. Selbstwert. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Jupp. Warum habe ich jetzt den Eisen. Ja, okay, gut. Im nächsten Zug kann ich dann Bogenskills machen. Jupp. Das war alles geplant. Ratseinheit wird immer kleiner. Wir haben Rat, das reicht. Und wir hatten getroffen. Ja, ne, Dorcas wird nicht an den Rücken kommen. Also, die stürzen sich aber auch so in den Tod rein. Ja. Und das ist halt. Wie weit kann Priscilla reiten? Diesmal. Sie kann runter und Erk einmal healen.
Erk macht jetzt den Müll weiter weg. Yep. Ich denke auch, dass da Feuer ausreicht, weil der ist ja schon vorgeschickt worden. Ja. Auf jeden Fall. Fire! Und. Gut gemacht, Erk. Aber wir haben den jetzt auch nicht mit Stäben ausgerüstet. Also, ja, es, ja, stimmt. Es geht ja jetzt. Ja, du hast recht. Eisenbogen. Mit 37, Alter. Sick and Dogger Skills. So, der kann marschieren. Er geht einen kleinen Umweg, um den kleinen Bogenschützen abzufangen. Wegzunehmen. Kaputt zu treten. Ist soweit nichts. Und ein paar Züge haben wir noch. Wie weit ist der Trägerradius von dem Bogenschützen? Der Ballista? Ja, so weit kann ich schießen, so weit und der andere wahrscheinlich ähnlich. Ja. Das heißt, du kannst auf jeden Fall Florina zwischen die beiden Säulen da schon mal schicken. Da ist Florina. Also ja. Ja. Und da sollte sie auf jeden Fall safe sein. Und ja, gut, ich weiß halt nicht, was nachspawnt, aber sie sollte da auf jeden Fall das Ganze mit handeln können. Yep. Ach, Dude! So, Erk macht gleich kaputt. Das bauen wir nach. So. Ja, da denke ich mal, Oswin auf der Linke. Das hat schon wieder der nächste Bogenschütze gespawnt. Mit dem Langspeer auf den Mage. Yep. Langspeer noch 19 Benutzungen. Das sieht gut aus. Der wird wieder gewonshottet. Mit der Desintegrationslang. So, Erk, kannst du jetzt den Ruhm schon erreichen? Noch nicht. Ja, im nächsten Zug. Ausrüsten. So, da unten. Und Priscilla kann einmal Dorf heilen. Das hat er sich verdient. Genau. Gute, ich glaube, er braucht schon eine Pflege, weil er hat doch schon einiges an KP verloren, aber der Typ hat auch einiges an KP. Ja. Weil er ist etwas bei mir im Run hier ist. Also 54 KP ist schon ein richtiger Brecher. Ja. Gut, da ist noch eine Pegasi, die werden wahrscheinlich dann über die Mitte kommen. Der Reiter wird wahrscheinlich in den Gang auf Erd gehen, kann ihn schon erreichen, ja. Ich denke auch, dass die Pegasi-Einheit da drüben eher auf Good Guy Oswin gehen wird. Das ist ja kein Problem. Nope. Kein Schaden. So sieht Schaden aus. Hey, noch jemand ohne Fahrschein? Der nächste. Bling! Das ist wie in jedem guten Spiel, die Frontline, die ist einfach halt göttlich. Ja, komm, greif mich an. Und nochmal. Critical Bolz. Ich finde es. So, als nächstes wird auf jeden Fall der Bogenschütze da weggemacht. Er macht sich gerade selber weg. Komm, du Spezialist, hau rein. Mit einem KP. Das ist total übertrieben, aber hey! Er hat sich diesen Weg ausgesucht. Ja. Wir haben nichts damit zu tun. Die Wege der KI sind unergründlich. So. Jetzt kommt wieder Sonne. Priscilla sollte jetzt auch mal mit rüberreiten, um Erk ein bisschen zu unterstützen. Oh, sie kann ihn nicht healen. Ja. Ja, Nils, wie ist sein Life noch? Er hat eigentlich
nicht noch genug. Also, jetzt immer den Bogenschützen da fertig machen. Hm. Rüst dir am besten das neue Donner aus. Blätter raus. So kann er sich irgendwie gut zur Wehr setzen. Rüstler kannst du trotzdem rüber schicken. Falls sie angegriffen wird vom Wagon Rider, kann sie sich auch wehren. Du Type! Du bist genau vor meine Face gespawnt! Ja, das ist alles nervig. Ich glaube, wir sollten Priscilla dann im nächsten Zug vielleicht auch runter zum Boss schicken, weil wir haben jetzt noch zwei Züge Zeit. Mhm. Das ist auch schon Level 5. Ach, ist das schön. Kriegen wir sie bis nach Ansum. Sie ist ja schließlich mobil. Und einfach nur versucht uns den Weg zu versperren. Also Blitz. Und nochmal. Das ist der Critical Blitz. Yep. Und. Sieht nice aus. Noch jemand ohne Fahrschein? Yep. Ja. Ja gut, lass uns dir mal zeigen, wie man Donner einsetzt, mein Freund. Weil es so schön war, nochmal. Ich bin viel besser als du, denkt sich er. Ich bin kein Wichtel mehr. Das war Luke, die so denken tut. Die wollen uns aber auch einfach nicht an den Bogenschützen lassen. Ne? Das ist der Bogenschütze, der jetzt... Er will mich aufhalten. Ich dachte, der wäre gerade gespawnt, okay. Ja gut, dann müssen wir auch nicht Priscilla runterschicken, sondern können wir ja ganz getrost halt weiterhin unsere gute Freundin Florina on the way schicken. Test Integrationsland all the way. Eieieiei. Verdammter Speer, wollte ich gerade sagen. Florina, wie weit kann ich stimmen? Ich setze mir erstmal neben. Ja, neben Dorcas, das sieht safe aus. ansonsten lass sie einmal healen mit Priscilla. Ja, nur ein voller Lebensbalken ist ein schöner Lebensbalken. Ja. So, Erk macht den anderen Typen da, den Löwenreiter, kaputt. Nice. Das Gute ist, dass die Promoted Units jetzt auch ein bisschen Training bekommen. Damit sie noch stärker werden. Das ist gut. Oh, das wäre soweit. Nee. Hat sich hier noch irgendwas getan? Ja, die Frage ist, ob wir jetzt überhaupt irgendwas machen können oder ob jetzt gleich dann beendet wird, weil Zug 11 rum ist. Wir werden sehen, ob wir Zug 11 noch haben dürfen oder nicht. Rein in den Tod. Tod! Oh, ich hätte ihn dafür mit der Axt ausrüsten sollen. Das sieht so brutal aus. Hältst du dich gerade daran auf, Pegase zu töten? Nein. Das tue ich nicht. So, das ist jetzt unser letzter Zug. Da steht es auch nochmal. Gut, dann. Wie schaut's aus, Florina? Kannst du den kaputt hauen? Mit dem Tod? Nein, kannst du so nicht. Das heißt, sie würde mit dem Rittertod wie viel Schaden machen? Rittertod kriegt sie 14. Das heißt. Also Dorcas wird ihn killen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber eventuell. Mal gucken, vielleicht mit dem Bogen. Eisenbogen. Wird ihn killen. Scheiße. Priscilla vielleicht. Und die macht 14 weniger. So, bei 24, das reicht doch immer noch nicht aus. Shit, yes. Wie viel macht Dorcas denn mit dem Wurfbeil? Oh Mann, Dorcas. Das ist noch schlimmer. Hat er irgendwas im Nahkampf, was er einsetzen kann? Ein Ast oder so?
Nein! Nein! Ein Verfluch, das gibt's doch nicht! Dorcas ist zu Dorcas geworden. Mit was hat sie. Was hat sie denn noch mit dabei? Wir hatten aber jetzt den Rittertod. Ja, Rittertod, Langschwert, Stahlschwert und Eisenschwert. Also Stahlschwert ist ganz schlecht, aber Eisenschwert eventuell. Stahllanze meine ich, ich wollte sagen, das Schwert ist halt schlecht wegen Stahllanze. Ja, 10. Naja, Rittertod macht mal 14. Das Master. 24. Ja gut, aber dann wäre es halt. Geht's im Endeffekt doch an Dorcas, aber die können ja beide mal draufhauen, weil. Wie sieht's mit Lin und Kent oben aus? Können die schon quatschen? Nein. Nicht retten. Das war nicht der Plan. Nee, das können die nicht. Okay. So, Florina. Safe state ich. Rittertod ist keine Wurfwaffe. Ja, stimmt ja. So, Angriff. Rittertod. 17 Schaden würden nicht herankommen. Wird sie ja überleben, wenn er trifft. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so fähige Leute haben. Ich werde trotzdem nicht verlieren. Ich lebe und atme die Luft des Krieges. Ich kann nicht besiegt werden. Oh, hätte sich jetzt gekrittet, das wäre so schlimm. Das wäre echt nice, ja. So, Priscilla darf sich noch ein Level abholen. Ja, 20. Wenn er trifft. Das sind nochmal nur 39% Chance. Das Finish mit der Stahlaxt. Weil Äxte effektiv sind. Putz! Schade, ich hätte eigentlich noch einen Crit gehofft. Jo. Nicht zu bedauern. Mein Leben und mein Tod sind mein allein. Ja, dann stirb damit. Und tschüss. Tschüss. Level up. Alter, was krass, ey. Der ist schon Level 11. Als Promoted Unit, das ist halt der Shit. Wir haben den Schwerhandel. Okay, das ist so. Über das Ritterwappen freue ich mich auch. Ja. Was? Wer bist du denn? Commander Eubans ist gefallen. Blas zum Rückzug. Wir haben keinen Grund mehr zu kämpfen. Also, Bruder. Du bist also doch noch am Leben. Du warst zu lange fort. Dass ich befürchtete, du hättest den Tod gefunden. Noch ein weiterer Tag und ich hätte die Vorbereitung für eine Trauerfeier getroffen. Bitte entschuldige. Es gab viel zu tun. Ja. Lennarts letzter Bericht hat viele Fragen beantwortet. Eliwood. Es tut mir leid wegen Lord Albert. Ich war zu machtlos, ihm zu helfen. Nein, ihr hättet nichts tun können. Was jetzt aber wichtiger ist, wisst ihr von Nergal? Nur das, was mir berichtet wurde. Er erschien vor einem Jahr und übernahm die Kontrolle über die Blackfang. Dann verführte er Lahus dazu, eine Rebellion gegen Ostia anzuzetteln. Ich vermag es jedoch nicht, sein Ziel zu erkennen. Die Drachen, die nach der Befreiung entschwanden, er möchte sie wieder zurückbringen. Was? Kann denn so etwas überhaupt getan werden? Ja, lasst mich erklären. Erklärung. Das bringt selbst meinen Bruder zum Grübeln. Er war schon immer ein Anhänger schneller Entscheidungen. Doch jetzt wünscht er sich mehr Zeit. Es ist noch nie zuvor geschehen. Was als einfache Rebellion begann, hat sich zu einer Bedrohung für die gesamte Menschheit ausgeweitet. Wir sahen es mit unseren eigenen Augen. Und trotzdem scheint alles so unglaublich zu sein. Aber es ist alles wahr. Ich frage mich, was als nächstes geschehen wird. Im Idealfall
können wir alle Länder vereinen und gemeinsam kämpfen. Es wäre eine Rückkehr in die Zeit der Befreiung. Aber dies alles hängt von der Existenz der Drachen selbst ab. Bevor kein Drache am Himmel gesehen wird, bezweifle ich, dass uns jemand Glauben schenkt. So ist es. Und sobald die Drachen erst einmal hier sind, wird es zu spät sein. Wir müssen dies alles jetzt beenden. Und wir sind die Einzigen, die genug wissen, um es auch zu vollführen. Genau. Dem stimme ich zu. Dann ist es beschlossen. Kommt, lasst uns mit meinem Bruder sprechen. Moba, Ninja, kommt ihr mit uns? Ja. Ich würde es vorziehen, diese Bürde nicht alleine auf deine Schultern zu legen. Und trotzdem sehe ich keine andere Lösung vor meinem Auge. Hier, hört zu, mein Bruder. Eliwood, Lindis, ihr seid entschlossen, euren Beschluss zu verwirklichen? Ja, wir sind bereit. Ich auch. Ich mag es nicht, mich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass andere zur Tat schreiten. Und ihr, Muba? Mein Bruder und seine Freunde stehen tief in eurer Schuld. Welche Rolle werdet ihr spielen? Werdet ihr ihnen helfen? Werdet ihr sie durch die nun bevorstehende Prüfung geleiten? Ich verstehe. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Ich werde euch unterstützen, wie ich es nur kann. Ich wünsche euch allen viel Glück. Und was ist mit dem Mädchen? Die, von der wir vorhin sprachen. Oh, Ninja! Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Marquis Astia. Sowohl Ninian als auch ihr Bruder Nils besitzen besondere Kräfte. Ist das so? Dann erlaubt mir eine Frage. Weißt du, wo Nurgle sich in diesem Moment aufhält? Ja, ich kann ihn fühlen. Im Osten. Er ist sehr weit weg. Im Osten? Ist Biran sein nächstes Ziel? Das verheißt nichts Gutes. Biran ist ein mächtiges und streitbares Land. Wenn Nurgle es umgeht, ist es um uns geschehen. Umgarnt ist es um uns geschehen. Es bleibt noch Zeit. Er ist immer noch sehr schwach. Jetzt, wir müssen handeln. Also kann Nurgle nicht auf der Stelle agieren, ist das richtig? Aber was können wir... Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen sofort nach Biran aufbrechen. Wenn die Zeit bleibt, macht Monsieur zu eurem Ziel. Monsieur? Aber das liegt in der anderen Richtung. Monsieur, verdammte Axt. Geht in die Wüste von Nabata. Vielleicht findet ihr dort Unterstützung. Was meint ihr damit? Geht und sucht nach der lebenden Legende. Lebende Legende?